Auf geht's! Trotz der schlimmen Gründe macht sich die wild zusammengewürfelte Truppe heute früh frohgemut und gut gerüstet auf den Weg nach Polen. Ziel ist der Ort Olkusch, wo unsere Gewährsfrau und Dolmetscherin Joanna bestens vernetzt ist. 7 Fahrzeuge sind mit System bis an die Kapazitätsgrenze vollgepackt. Leider kann ich aus persönlichen Gründen nun doch nicht mitfahren, aber das hat zumindest den Vorteil, dass ich jetzt aus dem Studio heraus aktueller berichten kann. Von unterwegs bekomme ich immer wieder einige aktuelle Videos, die ich euch natürlich nicht vorenthalten werde. Joanna Mocik, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Joanna ist eine der wichtigsten Personen hier im Konvoi, weil sie ist die, die uns in Polen alles zugearbeitet hat. Auch herausgefunden hat, dass es klug ist, nach Olkusch zu fahren. Und sie fahren auch mit. Und Irina spricht nämlich auch Russisch und spricht auch Polnisch, gell? So was, ja. Susanne ist Unternehmerin aus unserem BNI-Chapter und hat eine Zimmerei, eine eigene in Landau. Fährt mit mir den LKW. Ja, vielen Dank, Susanne, dass du dabei bist. Der Kunibert hinten hat sich auch ganz spontan Urlaub genommen. Ist ein Elektrofachmann für die Stadt Neustadt, für die Kindertagesstätten da zuständig und Schulen. Dann haben wir den Stefan Ungemach, der Letzte, der dazugestoßen ist. Ja, auch wirklich richtig großes Spiel. Stefan ist hier vom TuS Heiligenstein und ist Lehrer und hat gestern mit der ADD noch einen Urlaubsantrag durchgeboxt. Sehr stark, ja. Ja, sehr gut, ja. Der HSV Maxdorf hat es auch in Hasloch unterstützt und hat einige Sachen dorthin gespendet bzw. eingesammelt und dann wieder rübergebracht. Und Daniel hat sich als Fahrer angeboten. Auch sehr schön, dass du dabei bist. Den haben wir da um die Ecke stehen. Das ist der Joe. Joe und Sai sitzen auch im Auto. Und dann haben wir hier Ida und Udo, Walter, Vater und Tochter. Sind auch vom TuS Heiligenstein, den man unschwer erkennen kann. Und gestern auch noch dann spontan dazugestoßen, der Frank Schlieker, auch ein Unternehmer aus unserer Unternehmergruppe. Es besetzt mit der Joanna den Gemeindebus, der hinterm LKW steht. Wandkunst Kögelmeier. Wir beide haben das innerhalb von einer halben Stunde haben wir uns entschieden, das zu machen. Also eigentlich war er noch der Ideengeber, weil er einkaufen war schon. Ja, jetzt stehen hier 7 Autos und die sind alle pickepacke voll. Ja, ja, also Christian hat es erwähnt, also die Idee war ja, ich kaufe ein paar Pakete und bringe es an eine Sammelstelle. Dann hatte ich mich entschieden, selbst zu fahren, mitzufahren irgendwo und habe eigentlich einen Beifahrer gesucht. Habe Christian angerufen. Christian hat gesagt, ja, wir machen, aber dann haben wir innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, entschieden, wir machen was Eigenes. Und was jetzt draus geworden ist, also wie gesagt, nochmal vielen Dank für jeden, der hier ist, für jeden, der uns unterstützt hat, auch beim Packer, die jetzt nicht da sind. Ja. Ganz großes Kino und kann man wirklich stolz sein und wirklich die Wertschätzung, die uns entgegengekommen ist und entgegenkommt, ist schon phänomenal. Danke nochmal. Ja. Die dort seit Tagen arbeiten und die Flüchtlinge betreuen und versuchen, dieses Szenario irgendwie zu handeln, das sind die Helden. Wir werden uns versuchen, dort einzugliedern. Die Joanna hat ganz viel organisiert, das kann sie jetzt gleich noch sagen. Wir haben eine Unterkunft dort, hat auch Joanna organisiert, das ist ein Hotel. Ja. Heute Abend, je nachdem, wie viel Uhr wir kommen und je nachdem, wie viel Kraft wir noch haben, es ist möglich, dass wir heute Abend noch die Sachen ausladen. Ja. Es ist ein kleines Städtchen und das Hotel ist auch nicht so weit von der Stelle, wo die Halle sich befindet. Ich kenne die Leute, die haben den Schlüssel, die machen auf, die organisieren auch Helfer, die auch ausladen, also ja. Helfen zu ausladen. Weil das ist eine große Halle und man muss die Sachen sofort irgendwie organisieren, weil sonst wäre es Chaos. Bitte nicht erschrecken und sei nicht enttäuscht, falls wir doch leere Plätze haben, wenn wir zurückkommen. Könnte das passieren, ja? Es kann passieren. Die Leute haben sowas von Angst. Ich habe solche Geschichten schon gehört und mit Leuten gesprochen, mit Freunden oder auch ich in Polnisch, ein bisschen Russisch, alles Mögliche. Die haben verdammt Angst. Die denken, es gibt nur Warschau und vielleicht Krakau, sonst nichts. Und in Deutschland gibt es nur Berlin. In Ukraine, es gibt ein paar große Städte, Rest ist Kaff. Es ist nichts. Ja. Die verstehen nicht, dass diese Infrastruktur ist anders. Stell dir vor, ihr müsst heute fliehen, ihr packt die Sachen und dann geht ihr zum Beispiel nach Usbekistan. Habt ihr Ahnung, was für Städte gibt es in Usbekistan? Nein. Nein. Und das ist das Gleiche. Also bitte sei stark, ja. Sage ich nur. Ja, also zunächst möchte ich mich natürlich auch im Namen der Ortsgemeinde Römerberg bedanken, dass ihr das Ganze auf euch nehmt.
Das wird eine große Tour. Ihr habt also viel auf die Beine gestellt in sehr kurzer Zeit. Das hat aber umgekehrt natürlich auch, ihr bringt Menschen mit zurück und um diese Menschen müssen wir uns ja kümmern. Die können dann natürlich nicht wie in einer Halle abladen, irgendwo ins Eck stellen. Es hat sich gestern nochmal ein zweites Team gebildet. Ich habe einen kurzen Aufruf gemacht. Die Leute sind gefolgt. Wir waren gestern, glaube ich, zu 8 in einem Planungsteam. Das ist auch so die maximale Größe, wo wir brauchen. Gesessen, wir müssen Wohnraum generieren. Also der muss auch bis Mittwoch bezugsfertig sein. Also wenn ihr die Maximalbelegung jetzt mitbringt, müssen wir für die bereit sein. Zum Glück habe ich seit Samstag vom Landkreis grünes Licht bekommen. Wir dürfen jetzt alles anmieten oder annehmen, bis zur Schlafcouch im Gästezimmer. Das war bis Freitagmittag noch nicht möglich. Dann gab es eine Konferenz der Bürgermeister mit dem Landkreis und da wurde gesagt, es werden noch mehr Leute kommen. Alle Menschen, die zu uns kommen, kommen als Kriegsflüchtlinge, sind sofort mit allen Sozialleistungen ausgestattet, mit einem Bleibrecht über 3 Jahre. Also das wird richtig uns auch als Behörden sehr vereinfacht, mit den Menschen nicht lange Wege gehen zu müssen. Also die werden auch hier direkt in die Wohnung gebracht. Also keine AFA in Speyer. Wir können Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, nicht in eine Kaserne bringen. Aber es werden auch Menschen, die wir hierher bringen und die dann hier erfahren, dass ihr Mann gefallen ist oder dass die Familienmitglieder ums Leben gekommen sind, die wir auch hier auffangen müssen. Ich versuche dafür alles zu tun, dass bis dahin auch diese Helfer von der Seelsorge dann bereitstehen. Und das wird auch für diejenigen, die Dachgeber sind, hier noch über die Zeit, die die Menschen hier verbringen werden, recht schwierig werden. Was heißt das? Herzlich willkommen auf Ukraine. Auf geht's!